So, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Schön, dass ihr alle hier seid. Wir hören heute etwas über von Menschen, die in fremden Heizungskellern gewühlt haben und sich dort mit Pinguinen versucht haben. Ihr stellt euch gleich selbst vor kurz. Und wir machen am Ende einen Q&A-Teil. Das heißt, wenn Fragen sind, versucht sie euch bis zum Ende des Vortrags zu merken. Es wird reichlich Zeit geben, Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja, hey, mein Name ist Molly. Ich bin Watson. Genau, und wir wollen mit euch reden über Heizkeller sehen und sterben, Fragezeichen. Kann mal kurz zum Lageplan, was heute so ansteht. Erstmal wollen wir kurz darüber reden, dass wir das quasi im Auftrag unseres Arbeitgebers, also den Vortrag nicht, aber Heizungskeller machen wir im Auftrag unseres Arbeitgebers. Dann über Heizungskeller allgemein ein bisschen reden, warum wir Digitalisierung in Heizungskellern machen, was es da für Protokolle gibt, und am Ende gehen wir so ein bisschen in Anekdoten, Katastrophen und andere lustige Geschichten über. Genau. Disclaimer, wir sind beide angestellt bei der Othermo GmbH. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen im B2B-Bereich. Wir machen Fernwartung und Optimierung von Heizungskellern für Großunternehmen, also für große Wohnungsgesellschaften und so weiter. Und digitalisieren da halt die Heizungskeller, damit man da mitbekommt, was abgeht und auch Sachen ändern kann. Das Ganze machen wir mit einer eigenen Platine auf Bildroot-Basis und eine ganze Menge Reverse-Engineering. Ja, und das ist im Prinzip der Disclaimer. Und dann übergebe ich an Watson. Ja, dankeschön. Erstmal, Heizkeller sind heiß, meistens, und auch isoliert. Und ich habe ein paar Fragen so für euch, mal kurz so zum Händeheben und Durchzählen. Dann haben wir zum Beispiel die Frage, wer war schon mal in meinem Heizkeller? Wer war schon? Na gut, das sind fast alle, das habe ich mir gedacht. Wer war schon mal in einem echten Heizkeller? Jetzt ist die Frage, was ist ein echter Heizkeller? Ein echter Heizkeller ist etwas, was mehr als einen Wärmeerzeuger hat, vielleicht noch Druckhaltestationen, Pumpen etc. Gut, gut. Ja, wahrscheinlich steht man dann davor und denkt sich, ja, da steht Zeug. Vielleicht ist das eine Druckhaltestation, aber da kommen wir noch zu. Dann ist die Frage, was glaubt ihr, wie viel Anteil hat Heizen am privaten Energieverbrauch? Ich sage jetzt einfach 3%-Zahlen und ihr könnt euch dazu melden. 25%, 50%, 75%, alles klar. Genau, die meisten bei 75%, ein bisschen weniger bei 50 und einige bei 25% haben sich gemeldet. Wir haben 24,9 Millionen Wärmeerzeuger in Deutschland, 1,5 Millionen davon sind Wärmepumpen und 78% ist aktuell noch Gas, Öl, Kohle. 25% des deutschen Energiebedarfs im Privatsektor sind für Wärme. Das ist also sehr abweichend von dem, wie alle hier gerade noch gedacht haben. Das sind 535 Terawattstunden pro Jahr und 216.000 Terawattstunden bei Mehrfamilienhäusern. Dann kurz, wie schon kurz angerissen eben, die Geräte, die man in so einem Heizkessel, in so einem Heizkeller vorfindet. Also wir haben auf jeden Fall Wärmeerzeuger, das sind Kessel, die einfach irgendwas verbrennen und damit Wärme erzeugen, Gas zum Beispiel. Dann haben wir BHKWs, das sind Blockheizkraftwerke, das ist im Endeffekt einfach ein Automotor, der im Keller läuft und der sein Abgas, die Wärme extrahiert aus dem Abgas zusätzlich und dadurch eine höhere Energieeffizienz hat als ein normaler Verbrenner. Das ist quasi so dann der Zwischenschritt. Zum nächsten Punkt dann der Wärmepumpe, die jetzt ja auch ein bisschen mehr in den Nachrichten bekannter geworden ist, die quasi aus der Umwelt Wärme ins Gebäude pumpt. Und dann gibt es auch noch, was wir in Darmstadt sehr, sehr viel haben, Fernwärmeanschluss. Es gibt ein Heizkraftwerk in Darmstadt, an dem man dann angeschlossen ist. Man hat keinen eigenen Wärmeerzeuger im Keller, sondern ist quasi an diese zentrale System angeschlossen und zieht nur das warme Wasser daraus. Dann gibt es in so größeren Heizsystemen, weil da geht es meistens dann um Mehrfamilienhäuser, mehr Stockwerke, das ist komplexer vom Rohrsystem, also hat man eine Druckhaltestation, die entnimmt dem
Kreislauf Wasser und schießt Wasser in den Kreislauf rein, um den Druck zu halten. Dann haben wir Mischer, die dafür da sind, dass die verschiedenen Wärmeerzeuger, wenn du jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe hast und einen Kessel, was Sinn ergibt, wenn du wenn du Lastspitzen abfangen willst, wenn die Wärmepumpe gerade nicht ausreicht, kannst du nochmal den Kessel dazuschalten. Diese Mischer vermischen das Wasser und machen dann daraus quasi einen gemeinsamen Wärmekreis. Dann haben wir Pumpen, die eben das Wasser durchs Gebäude pumpen. Wir haben Wärmespeicher, die auch sehr wichtig sind, damit nicht, wenn plötzlich alle Leute im Haus duschen wollen, alle Wärmeerzeuger angehen müssen auf höchster Leistung. Das ist sehr ineffizient. Deswegen macht es Sinn, da entsprechend mal zwischenzuspeichern. Und dann auch die Thermostate. Die gibt es sowohl in den Wohnungen, um da irgendwie die Räume zu temperieren. Darum geht es aber nicht. Es gibt auch Thermostate im Heizkeller, die im Prinzip die verschiedenen Komponenten zusammen steuern und welcher von denen jetzt zu welchem Zeitpunkt angehen soll. Und dann gibt es noch random Geräte, die aus Gründen überteuert sind. Das ist zum Beispiel ein Gerät von der Firma Weiland. Da kommen wir später nochmal drauf. Die verkaufen einem ein Gerät, das Konflikte auf einem Bus vermeidet und einfach nur eine Sache tut, und zwar eine Adresse von Hexadezimal 1,8 auf Hexadezimal 2,8 zu shiften. Und das kostet dann 300 Euro. So, warum wollen wir Heizkeller überhaupt digital machen? Läuft doch eigentlich alles wunderbar. Ich meine, niemand muss mehr kalt duschen meistens, also vielleicht gibt es das noch, aber ich habe mir sagen lassen, das ist nicht mehr so üblich. Das liegt an einer Reihe von Dingen. Wenn man jetzt mehrere Heizkeller hat, dann interessiert einen halt vor allem, dass man frühzeitig mitbekommt, wenn diese Heizungen in Wartung gehen müssen, in Wartung geschickt werden müssen, wenn die Leistung oder Effizienz abnimmt oder irgendwelche Störungen anliegen. Dafür machen wir dann zum Beispiel Alarmierung. Alarmierung ist für Digitalisierung an der Stelle sehr, sehr spannend. Und aber eigentlich interessante Punkt, wo wir, glaube ich, am Ende alle hinwollen, ist, dass wir eine Optimierung machen des Systems, weil aktuell ist es in den meisten Systemen so, jemand, dem ein Heizkeller gehört, der kauft von verschiedenen Herstellern oder auch irgendwie so von, kauft von verschiedenen Herstellern verschiedene Komponenten zusammen, hat dann meistens in einer Stadt irgendwie den einen Hersteller, in einer anderen Stadt auch den anderen Hersteller. Und wenn man diese Geräte zusammen dann in den Keller stellt, dann lässt man die meistens einfach im Standard laufen, im Standardbetriebsfall. Und solche Gebäude sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und im Standardbetrieb laufen diese Geräte meistens sehr ineffizient. Und das wollen wir in Zukunft vermeiden. Und für jetzt zum Beispiel ein Kraftwerk kann man MathematikerInnen bezahlen, die das Ganze für einen ausrechnen, wie das Ganze dann optimal läuft. Aber für so einen Heizkeller lohnt sich das halt nicht. Man kann aber auch interessiert sein und das Ganze hacken und es dann einfach optimieren. Ja. Also um mal vielleicht ein kleines Beispiel zu geben, so die ganz einfachste Optimierung, die wir ganz häufig gesehen haben am Anfang, als wir angefangen haben mit dem ganzen Quatsch, war, dass es Heizungen gibt, die einfach das ganze Jahr im Dauerbetrieb laufen. Das heißt, du hast im Sommer dieselbe Heizleistung, wie du sie im Winter hast. Und das ist halt absoluter Quatsch, weil so viel warm duschen tun die Leute nicht. Das heißt, du hast unheimliche Energieverschwendung und unheimlichen Gas- und Ölverbrauch, um den ganzen Quatsch am Laufen zu halten und da halt schon mal den Deckel drauf zu kriegen und zu sagen, gut, irgendwann, wenn es warm ist, können wir vielleicht ein bisschen runterregeln, ist schon super viel gewonnen. Aber da kann man natürlich noch tausend Sachen mehr machen mit, wie ist die Isolierung in den Gebäuden, wurde quasi nachgebessert in letzter Zeit und so weiter und so fort. Aber so, am Rande. Ja, genau. Ein anderes Beispiel ist, dass manche von den Heizsystemen einfach, also so ein Kessel, der muss ja quasi anstarten, der hat dann auch eine Zündung und das ist sehr verschleißanfällig, wenn man die startet. Deswegen will man sie eigentlich wenig starten und dann lange betreiben. Im Standardbetrieb, gerade wenn man das auch mit anderen Systemen wie in einer Wärmepumpe oder sowas zusammenpackt, kann es durchaus passieren, dass die einfach sehr, sehr oft starten und dann wieder stoppen. Und das Ganze kann man, wenn man dieses System als Gesamtsystem betrachtet, sehr viel schlauer schalten. Das heißt, wir wollen die Synergien aus dem Anlagenkontext nutzen.
Und die Königsdisziplin am Ende ist, geringeren Ressourcenverbrauch hinzubekommen. Das heißt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich Effizienzen der Anlage richtig ausnutzen? Wie kann ich zum Beispiel auch Wetterbedingungen ausnutzen? Oder wenn ich eine Solaranlage habe, die richtig mitbenutzen und den Speicher effektiv einsetzen. Und da gibt es halt eine Studie jetzt, die wir im Rahmen der Firma gemacht haben, was da an Potenzial besteht, ist zwischen 10-20% an Ressourcen, die man einsparen kann, um die gleiche Wärme zu erzeugen. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Deswegen bin ich sehr begeistert dafür, dass man mehr von diesen Heizungen einfach mal gescheit einstellen sollte. Ja, natürlich. Genau, eines der Probleme bei dieser Geschichte ist halt auch immer, Heizungskeller, werden wir auch gleich nochmal sehen, sind super unsexy und meistens super schlecht gelegen. Das heißt, da geht nie jemand rein und macht irgendwas, wenn es nicht gerade sein muss. Also wenn der Kessel nicht gerade explodiert, dann lass mal laufen. Nicht reingehen, das ist alles ganz schrecklich. Dementsprechend ist sowas mit Digitalisierung, wo dann ein Mensch das zu Hause am Rechner oder in der Arbeit am Rechner nachgucken kann, natürlich auch Gold wert. Weil sonst kriegt man einfach nicht mit, was los ist. Genau. Und um euch kurz jetzt mal so einen einführenden Einblick zu geben, wie man da jetzt rangeht oder was einen da erwartet, wenn man tatsächlich mal aus einer digitalen Perspektive in den Heizkeller steigt, haben wir hier eine kurze, nicht abschließende Übersicht an Protokollen, die in so einem Heizkeller gesprochen werden. Also gibt es eine ganze Reihe von OneWire, was ein quasi Sensorbus ist, über ist das Energiemanagementsystem? Nee, das ist nochmal was anderes. Ne? Es gibt nämlich irgendwie bei uns in der Firma auch gerade 3 oder 4 Leute, die gleichzeitig mit EMS um sich werfen und alle meinen was anderes. Ist auch nicht gerade förderlich für das Verständnis. Dann gibt es den Kahnbus, was eigentlich recht interessant ist, weil das ist genau das Kahn, was auch in Autos gesprochen wird, nur dann eben entsprechend auf den Wärme-Use-Case. Da kann man auch den Kahn-Linux-Stack verwenden, was ziemlich cool ist. Außerdem gibt es den M-Bus, das ist ein Mieter-Bus, das sprechen die meisten Zähler, die irgendwo verbaut sind, was wiederum für auch eigentlich jeden interessant ist, wenn man die Zählerstände irgendwie auslesen will, regelmäßig. Und mit dem M-Bus verwandt ist dann der W-M-Bus, der Wireless M-Bus. Und der Wireless M-Bus ist eine Technologie, mit der ihr eigentlich alle ständig in Berührung seid, weil diese Geräte sind überall in jeder Wohnung überall verbaut, an allen Heizkörpern, wo noch diese Wärmekostenverteiler, Heizkostenverteiler dran angebaut sind. Und auch viele der neuen Zähler benutzen W-M-Bus. Das heißt, überall strahlen halt entsprechend diese Nachrichten rum, manchmal encrypted, manchmal auch nicht encrypted. Genau, dann haben wir noch ein paar andere Sachen, LoRaWAN, Modbus und ganz viel RS-485-Kram, was so proprietär ist. Und dann am Ende noch E-Bus. Und über E-Bus und WM-Bus wollen wir heute mit euch sprechen. Das ist so das, was, glaube ich, am schmerzhaftesten war. Zumindest bis jetzt. Also... Ja, wir sind da ja noch ist nicht noch, fertig. Da kann noch viel kommen, ja. Genau, also ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Protokolle. Also an was denkt man natürlich zuerst? An XKCD. Und das ist halt einfach genauso hier wieder. Man hat in den letzten 20, 30 Jahren ganz viele Firmen, die sagen, ich mache jetzt den Standard für den Heizkeller. Dann gab es Foundations, die gegründet wurden, da haben sich Firmen dann erst zusammengeschlossen, dann gab es aber wieder konkurrierende Systeme dazu und am Ende hat man einen riesigen Wust an ganz vielen Protokollen, die über Hersteller hinweg komplett nicht einheitlich sind und man komplett inhomogene Daten hat und damit wirklich nicht gut arbeiten kann. Genau, eines dieser Protokolle ist E-Bus. E-Bus ist ein 2-Kabel-Halbduplex-Bus-Protokoll. Es ist basiert auf RS-232, hat aber eine witzige Extension, und zwar, dass man 9 bis 24 Volt darüber machen kann und damit quasi Geräte an diesem RS-232 powern kann. Genau, das Protokoll ist im Prinzip wie die meisten Protokolle aufgebaut. Es gibt eine Quell- und eine Zieladresse. Es gibt ein Byte für einen Primärcommand, ein Byte für einen
sekundär gemahnt und dann ein Längenfeld, ein paar Daten und ein CRC. Und da hat man dann zum Beispiel im Primär-Command und Secondary-Command dann irgendwie B509, das ist dann Lesen. Und dann kann man damit ein Register auslesen und in diesem Register steht dann ein Datum drin, ein Temperaturwert, solche Sachen. Genau, EBUS ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel für dieses Problem mit den Standards. Das gab nämlich mal aus vielen verschiedenen Firmen eine Foundation, die EBUS Interest Group, die das Ganze irgendwie maintained hat. Die hat die Spezifikation geschrieben in mehreren Versionen, hat die immer wieder gepflegt und wurde dann aber 2009 aufgelöst, weil die Firmen irgendwie gesagt haben, hö, kein Bock mehr. Und seitdem ist das so ein bisschen der Wilde Westen. Und auf Beispiele davon gehen wir gleich ein. Wolf und Weiland sind so zwei Hersteller, die am ehesten EBUS verwenden. Also wenn ihr irgendwie einen Wolf oder einen Weiland-Kessel habt, dann kann es sehr gut sein, dass ihr da per EBUS drankommt. Und das Coole ist, wenn man den EBUS spricht, das ist das, was die Geräte auch untereinander sprechen. Also eure Heizgeräte in solchen Fällen sprechen auch miteinander, um sich abzustimmen, was jetzt dran ist. Und wenn man sich da draufhängt, dann kann man eben, und dieses Protokoll spricht, dann kann man diese Geräte auch steuern. Und dann kann man diesen Geräten auch sagen, geh jetzt an, geh jetzt aus, deine Maximaltemperatur ist da und so weiter und so fort. Also vielleicht auch, wenn das irgendwie relevant wäre bei, weiß nicht, den Eltern oder so, und man will da jetzt nicht immer hinfahren, um ihnen die Heizung irgendwie zu verstellen, vielleicht auch interessant. Genau, EBUS gibt es als EBUS-D als Open-Source-Projekt. Das ist ein Tool, damit kann man viele EBUS-Geräte auslesen. Das basiert darauf, dass das Tool selbst, erstmal dieser EBUS-Daemon, das EBUS-Protokoll implementiert. Und dann hat man ganz viele CSV-Files. Ja, fragt nicht, es ist ein bisschen awkward. Ganz viele CSV-Files, in denen quasi alle Datenpunkte so aufgeführt sind. Es ist damit möglich, dann aufzuführen, okay, welche Register hat das Gerät, welche Daten stehen da drin, wie interpretiere ich die? Und das kann man dann auch wieder an Home Assistant oder OpenHub anbinden. Dafür gibt es dann entsprechend Integrations. Genau, um nochmal zurückzukommen auf wie ugly EBUS eigentlich ist. Also Weiland zum Beispiel war so, ja, wir haben keinen Bock mehr auf dieses ganze Standardisierungsding. Wir machen jetzt einfach proprietäres Subprotokoll innerhalb von EBUS. Das heißt, in diesem Datenpayload passieren jetzt einfach ganz viele wilde Sachen, die auch nirgendwo dokumentiert sind und die muss man alle reverse-engineeren. Und dann muss man da zum Auslesen von irgendeinem Register mit, weiß nicht, man will 2 Bytes haben und dann schickt man da irgendwie irgendein random anmutende 8 Bytes hin und dann kriegt man da irgendeine Antwort und muss erstmal gucken, was ist das eigentlich? Also zum Beispiel gibt es dann einfach, normalerweise hast du im EBUS-Protokoll so eine Registeranfrage, da ist ein Wert drin, du passt den, cool. Seit Weiland das mit ihrem komischen Protokoll-Extensions macht, hast du dann plötzlich mehrere Datenpunkte in einem Feld und musst dann gucken, okay, jetzt kriege ich eine Antwort. Dann muss ich die irgendwie zerlegen, verschiedene Daten daraus lesen, teilweise auch weiß niemand, was das eigentlich für ein Datentyp ist. Man sagt einfach, okay, es sind einfach 6 Byte, ist halt ein Integer oder so. Genau, und was auch noch sehr seltsam ist, ist, dass manche Register auch einfach dann 8 Byte zurückgeben und da steht aber gar nicht das drin, was man wissen will, sondern da sind 4 Bytes davon irgendwie interessant und der restliche ist einfach irgendwie, wirkt wie Müll. Das macht es alles sehr, sehr toll, damit zu arbeiten. Genau, und dann gibt es halt noch ganz viele so Spezialwerte, -999 Grad Celsius, da muss man im Handbuch nachgucken, ah, okay, der Sensor ist nicht angeschlossen, klar. Genau, also meine Meinung zu EBUS, es macht Spaß. Genau, ich möchte mit euch kurz über EMBUS reden und dann gehen wir auf WEMBUS ein. EMBUS ist eine europäische Norm, das ist die EN13757. Falls jemand die interessiert, die kriegt man so normalerweise nicht im Internet so ohne weiteres, sondern da muss man dann Geld für bezahlen. Ich meine, ist ja auch nur eine europäische Norm, warum sollte man die dann auch kostenlos bekommen als europäischer Bürger? Oder sollen sich ja Leute dran halten? Ich meine, Standards veröffentlichen, na, das macht man nicht. Genau. Aber grundsätzlich ermöglicht es das Auslesen von Zählern, wie zum Beispiel Wasser, Strom oder Wärme. Aber auch so nette Sachen wie Rauchmelder, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren. Und
alles, was Leute sich noch so ausgedacht haben, was man da reintun kann. Es gibt so ein paar Standard-Bytes, was es da vordefiniert gibt. Und dann gibt es noch, ich glaube, die Hälfte des Adressraums so, ja, da können Hersteller sich selber ausdenken, was sie gerne hätten. Und ihr könnt euch vorstellen, dass da auch wieder jeder irgendwelchen Quatsch macht und irgendwas anderes macht. Und die Dokumentation dazu zu finden, ist immer ein Riesenspaß. Teilweise wissen auch die Support-Mitarbeiter von den Firmen nicht, was sie da gemacht haben oder haben irgendwelche Dokumentationen dazu. Es ist richtig toll. Genau. Daten können dann entweder aktiv ausgelesen werden, das passiert bei M-Bus sehr häufig, oder sie werden periodisch ausgestrahlt, das ist dann eher so die WM-Bus-Geschichte. Gibt es bei M-Bus aber auch. Genau. Die drahtlose Variante davon ist dann WM-Bus. Wie bereits gesagt, habt ihr die wahrscheinlich auch zu Hause, aber kommen wir gleich zu. Üblicherweise wird da eine Messung regelmäßig über Funk ausgestrahlt. Und entweder werden dann diese Werte dauerhaft durch ein Gateway ausgelesen, das heißt, irgendwo hängt ein Gerät und liest diese WM-Bus-Werte mit, schreibt das mit oder schickt es direkt weg. Machen wir zum Beispiel auch. Oder ab und zu kommt dann ein Mensch vorbei bei euch, wer ein bisschen älter ist, erinnert sich vielleicht noch früher, sind dann so Menschen vorbeigekommen, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr und wollten in eure Wohnung rein und dann so an die Heizungen und die Geräte auslesen, um zu wissen, wie viel ihr denn geheizt habt. Mit diesen Verdampfungsheizkostenverteilern. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Kann bitte jemand nicken? Bin ich nicht alleine? Okay, alles klar. Heizkostenverteiler sind nicht echt. Nein, doch. Genau. Das ist im Prinzip die Idee. Das Ganze gibt es in verschlüsselt und unverschlüsselt. Erstaunlich viel von dem Kram ist unverschlüsselt. Das heißt, die Chance besteht, wenn ihr solche Geräte zu Hause habt, dass ihr das auch ohne Probleme mal selber mitschneiden könnt, was denn da so bei euch durch die Gegend fliegt, insbesondere auch, was vielleicht die Nachbarn so treiben. Genau, die Geräte, die ich gerade meinte, sind diese hier. Das eine ist so ein altes Verdunstungsgerät, das ist seit 2013 in Deutschland nicht mehr erlaubt und müssen ausgetauscht werden. Und das auf der anderen Seite ist dann so ein modernes WM-Bus-fähiges Gerät. Wenn ihr sowas an eurer Heizung hängen habt, dann habt ihr wahrscheinlich WM-Bus-Nachrichten rumfliegen. Da gibt es relativ günstig so Dongle, die man sich kaufen kann, USB-Dongle, die man an den Rechner anschließen kann, die das dann auslesen. Und eine extrem gute Open-Source-Software, die heißt WM-Bus-Meters. Die kann man auch einfach wunderschön im Analysemodus laufen lassen und einfach alles, was da so kommt, mitlesen lassen. Und dann versucht das halt Best-Practice-mäßig rauszufinden, was das denn vielleicht sein könnte. Man kann dann auch Sachen optimieren und eine Settings-File schreiben und sagen, ja, das sind meine Sensoren und von dem Hersteller. Aber der Guess-Modus ist auch verdammt gut schon. Genau. Falls ihr also von der MRM-CD nach Hause kommt und mal Lust habt, so einen USB-Stick, den man da braucht, kostet, glaube ich, 20 Euro, 25 Euro. Macht euch mal den Spaß und guckt mal, was bei euch so durch die Gegend fliegt. Und sollte sich herausstellen, dass die Sachen verschlüsselt sind, bei manchen Vermietern oder wenn ihr selber Eigentümer der Wohnung seid oder des Hauses seid, kriegt man diese Verschlüsselungskeys auch von den jeweiligen Leuten, die das verbaut haben, ohne große Probleme aus den Rippen geleiert. Bei manchen natürlich nicht, aber man kann es ja versuchen. Genau, das ist WM-Bus, ein Protokoll, mit dem wir uns auch rumschlagen dürfen. Manche Rauchwälder machen das übrigens auch, also das ist... Ja. Wild. Also es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, wenn man irgendwie wissen will, okay, wann kann ich denn eigentlich die nächste Hausparty machen? Wann ist der Nachbar im Urlaub? Kann man damit dann im Prinzip auch rausfinden. So, dann haben wir uns noch überlegt, wir haben ein paar Dinge in den letzten Jahren gesehen, haben wir gedacht, bringen wir was mit und erzählen euch mal so aus dem Nähkästchen über so ein paar Dinge, die uns begegnet sind. Als ich diese E-Bus-Sache da implementiert habe, habe ich zum Beispiel in einem Weiland-Kessel im Handbuch so eine Option gefunden, 56 Abgaskennlinie. Fragt man sich jetzt, okay, warum ist die ominös? Ominös ist eher, welche Einstellungen ich da machen kann. Und zwar entweder 0 für Österreich oder 1 für normal. Okay. Genau, es hat den Hintergrund, dass in Österreich da ein anderes Gesetz zur Anwendung kommt, was die Abgaskennlinien angeht, wie man das berechnet und deswegen, Eine Theorie war auch erst, dass es damit zusammenhängt, dass es einen Ort gibt, der noch irgendwie, ich glaube,
ein paar Monate oder einem Jahr länger zu Österreich gehört hat, nachdem die BRD gegründet wurde und dann quasi eine andere Zeitzone hatte. Aber das hat natürlich dann nichts mit der Abgaskennlinie zu tun. Aber Zeitzonen sind auch nicht schön. Genau. Dann haben wir noch Tel oder Telnet. Es war nämlich so, ich habe Anruf bekommen, sollte irgendwie ein neues Heizgerät anschließen und bin dann da per SSH in diesen Heizkeller gegangen, habe mich dann da umgeschaut und nach diesem Gerät gesucht, weil ich wusste halt nicht, welche IP-Adresse das hat. Also habe ich mal geschaut. Dann habe ich gesehen, habe ich einen Nmap gemacht und gesehen, ein Telnet-Port. Da kriege ich doch mal drauf. Dann habe ich da Telnet gemacht, Admin, war ich drin. Dann konnte ich in dem Switch einfach mal so ein bisschen gucken, war ein Switch, ein Managed Switch und konnte mir da halt einfach mal so die Tables angucken, was da so rumfliegt und hätte auch Sachen verstellen können, aber auf jeden Fall bis auf eine Meldung, dass man das vielleicht mal beheben sollte, ist da nichts rausgekommen, ich habe das Gerät nicht gefunden. Dann haben wir noch mitgebracht HTTP, HTTPS, das sind auch bürgerliche Kategorien. Da habe ich eine E-Mail bekommen und da war die Anfrage hier. Ich habe da dieses Portal, da kann man das BHKW in einem Heizkeller steuern. Binde das doch mal an. Und dann habe ich in dieser E-Mail gesehen, ein HTTP-Link auf eine Public IPv4-Adresse. Dann bin ich auf diese Public IPv4-Adresse gegangen und dann wurde ich halt mit einem Login-Screen begrüßt, Username, Password. Okay. Und dachte mir so, alles klar, also ihr könnt, also da kann im Prinzip jeder eure Heizung steuern. I guess. Genau. Dann, was ich auch noch sehr, sehr lustig fand, das Thema Dokumentation. Wir müssen ja ziemlich viele Geräte reverse engineeren. Wir müssen bei vielen Sachen irgendwie Dokumentationen wälzen. Wir müssen da ganz viele Dinge anfragen. Oftmals funktioniert das einfach, indem man irgendwie bei dem Hersteller anruft und sagt, hey, ich bin übrigens von eurem Kunde irgendwie der technische Dienstleister, ich brauche da mal die Doku und dann sagen die, okay. Manche sind dann so ein bisschen, die fühlen sich schlau und sind dann so, ja, okay, wir schicken euch jetzt hier irgendwie so ein PDF und da ist irgendwie die Hälfte redacted. Und jetzt hatten wir halt diesen einen Hersteller, bei dem haben wir Dokumentation angefragt über die letzten 5 Jahre, immer wieder neu. Und der hat uns halt immer wieder redacted PDFs geschickt, aber immer wieder andere redacted PDFs. So dass wir irgendwann alles hatten. Und dann kam halt eine neue Generation von Geräten und wir haben halt gesagt, ja, schickt uns mal das PDF. Und dann war der irgendwie genervt in dem Zeitpunkt anscheinend und hat uns irgendwie alles geschickt, was er hat. Und wir hatten mehr. Das passiert sehr häufig, by the way, mit dem wir haben mehr. Also ich habe bei einem Hersteller angerufen und dann auch mal den Support genervt, dass ich doch mal die Doku haben wollte. Und dann so, ja, hier von 2022, nee, das Gerät ist älter. Ja, ich habe noch was von 2016, nee, noch älter. 2016 ist das letzte, was ich habe. Ja, okay, dann schick mal alles rüber, ich guck mir das mal durch, vielleicht kann ich es ja damit hinkriegen. Guck so, pack's bei uns in den Firmenordner mit den ganzen Dokumentationen, schau in den Ordner rein, oh, da liegt ja einer von 2012. Da hat scheinbar irgendjemand im Internet irgendwo noch eine alte Dokumentation gefunden, die der Hersteller selber nicht mehr kennt. Und denen die auch nichts mehr wissen. Ja. Das passiert. Dann auch noch eine schöne Geschichte von Schrödingers Gateway. Bei Schrödingers Gateway war es so, wir haben einen Anruf bekommen vom Kunden, der hat gesagt, ja, wir haben hier ein Gateway von euch gekauft, wir haben das eingebaut und das Mist, das ist offline. Guckt da mal nach, haben wir halt geguckt, okay, ja, kein SSH, kein VPN, alles offline. Ja, muss halt jemand hinfahren und sich das mal angucken. Dann ist da jemand hingefahren, hat sich das angeguckt, hat uns angerufen, gesagt, ja, hier, ich bin da, alle LEDs grün, was ist da los? Haben wir drauf geguckt, ja, wir kommen per SSH drauf, wir haben VPN, kein Problem. Und gesagt, okay, ja, ist ja alles gut. Logs durchgeguckt, war nichts Auffälliges, ist er wieder gegangen. Halbe Stunde später ruft der Kunde an, euer Gateway ist schon wieder offline. Dann haben wir gedacht, hä? Okay. Haben wir den Techniker, der noch im Auto quasi, der gerade noch unterwegs war, wieder zurückgeschickt, ist er wieder umgedreht, dann ist er in den Heizkeller gegangen, hat uns angerufen, war alle LEDs grün, VPN da, SSH da. Dann haben wir uns gefragt, Moment mal, hat er das Gateway an dem Stromkreis des Lichtschalters angeschlossen?
Und ja. Bingo. Genau das war's. Genau, und manchmal kommen wir so zu Orten hin, also wir seltener, aber Arbeitskollegen von uns, da fragt man sich, ist das wirklich noch ein Heizkeller? Oder wie sollte man das sonst bezeichnen? Also ich habe mal dieses wunderschöne Bild mitgebracht von einem Arbeitskollegen über den Dächern von Berlin, wenn ich mich richtig entsinne. Da ist dann einfach der Heizkeller oben aufs Dach gesetzt worden, weil kein Platz mehr da war. Und wahrscheinlich auch noch irgendwelche Bauvorschriften oder sonst irgendwas. Bestimmt. Aber das passiert dann auch mal, dass man auf einmal auf dem Flachdach steht und da den Heizkeller aufmacht. Genau, und was es zum Beispiel auch noch gibt, ist, wir wissen ja alle, Deutschland, wir haben ja auch ein paar Bunker und so weiter und so fort. Und manchmal ist dann so die Frage, ja, was machen wir denn jetzt hinterher damit? Jetzt brauchen wir den ja jetzt erstmal nicht mehr, also vielleicht heutzutage schon wieder, aber damals nicht. Und dann passieren so Sachen, dass man auf einmal in den Bunker scheinbar den Heizkeller eingebaut hat. Das ist sicher. Genau, also der Kessel, wenn der explodiert, da passiert auch den Leuten nichts, das ist kein Problem. Kann nichts passieren. Aber dann kommst du halt zu diesen komischen Mörderlöchern und sollst dann darunter steigen und dich irgendwie kümmern. Also, was wir das vorhin... Das ist auch überhaupt nicht creepy, wenn der Kunde sagt, steig da jetzt mal runter, bitte. Genau. Nein, da ist wirklich ein Heizungskeller. Keine Sorge. Bleib auch hier oben. Ja, genau. Das sind so ein paar Geschichten aus dem Alltag, was uns, unseren Kollegen und sonst so passieren kann. Eigentlich ist das auch nur eine kleine Auswahl von dem, was es so gibt. Wenn ihr uns auf der Veranstaltung noch seht, könnt ihr uns gerne nochmal Löcher in den Bauch fragen. Aber ihr könnt das auch jetzt machen. Gibt's Fragen? Ja, danke für euren Vortrag. Das war sehr spannend. Als Privatperson habe ich in meiner Wohnung eine Etagenheizung und habe da schon ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass die nichts Digitales hat. Die hat nur ein analoges Protokoll, wo man irgendwie die Vorlauftemperatur über eine bestimmte Spannung zwischen 9 und 24 oder 21 Volt regelt. Gibt es sowas auch im Gewerbe oder in eurem Bereich oder ist da die Digitalisierung weiter fortgeschritten? Ich möchte nicht ausschließen, dass es irgendwo auch noch so eine Heizung gibt, aber in den allermeisten Fällen sind die Sachen doch schon halbwegs digital. Nicht gut, aber zumindest schon digital. Wir haben bestimmt schon irgendwo was mit analoger Spannung oder sowas versorgt und da irgendwas eingestellt, aber ich wüsste es jetzt zumindest nicht out of context. Also wenn, ist es eher die Ausnahme, sagen wir so. Also vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen zu WM-Bus, weil ich mir relativ sicher bin, dass das bei uns in der Wohnung verbaut ist. Erstens, wie weit ist die Reichweite ungefähr? Weil wir haben auch Wasserzähler im Keller und ich wohne im ersten Stock. Für die Waschmaschine würde ich gerne einen Home Assistant einbinden. Und das Zweite ist, ich weiß noch nicht, ob sie verschlüsselt sind, aber wenn sie verschlüsselt wären, gibt es da etwas, dass man sagt, man hat rechtlich einen Anspruch darauf, das auslesen zu können, wenn man tatsächlich Wohnungseigentümer ist oder der Vermieter oder sowas? Oder kann da die Messfirma quasi machen, nee, wir sind beauftragt, wir messen, wir verschlüsseln, geht dich nichts an? Zu eins, das kommt sehr stark darauf an, wie dein Haus aussieht, wo du wohnst. 3 Meter Stahlbetondecken sorgen dafür, dass das nicht funktioniert. Alles andere aber würde wahrscheinlich funktionieren. Also ich weiß, dass wir zwischenzeitlich so das Problem haben, wenn wir eine Messstation in dem einen Haus haben und eine Messstation in dem anderen Haus haben, dann so die Geschichten aufkommen mit, oh, das sind die Heizkosten vom anderen Haus. Mist. Was die Verschlüsselung angeht, it's complicated. Theoretisch, wenn das Gerät, also wenn du zum Beispiel der Eigentümer der Wohnung bist, dann ist das ein Gerät, was dir gehören sollte. Vermutlich. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie so ein Eigentum aussehen kann. Also, aber wahrscheinlich.
sollte es dir gehören. Und dann ist da theoretisch die Möglichkeit, das zu bekommen. Nur denjenigen finden, der den Schlüssel hat und der ihn dir aushändigen könnte, das kann manchmal so ein bisschen das Problem werden an der ganzen Geschichte. Ich würde mich da auf jeden Fall auf die Socken machen und mal gucken, was geht. Meine, mehr als fragen kannst du nicht. Und wenn sie Nein sagen, dann ne, hast du halt auch nichts verloren. Ist auch genauso, wie du vorher warst. Aber das kann mitunter sehr kompliziert werden. Also ich weiß, ein Arbeitskollege hat das mal versucht, weil seine WM-Bus-Messages verschlüsselt sind. Die Wohnung gehört ihm auch. Aber ja, Eigentümergemeinschaft, Verwalter, beauftragte Firma, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, wir warten seit 8 Monaten darauf, dass da mal was passiert oder so. Mhm. Ja, auch danke für den Vortrag. Aus dem, was ihr jetzt so gesagt habt, schließe ich mal darauf, dass die Verschlüsselung auch irgendwas wert ist, die vom WM-Bus verwendet wird. Und es nicht da die einfache Variante wäre, mal Rechner anzuschmeißen und 2 Tage lang irgendwie gegenrechnen zu lassen. Also es ist AES 128, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, das sollte jetzt erstmal noch ein bisschen halten. Moment. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch so Geschichten, dass bestimmte Hersteller so für eine Produktionscharge immer denselben Schlüssel verwendet haben oder solche Späßchen. Also, naja, die beste Verschlüsselung hilft nichts, wenn man sie dumm anwendet. Gut, alles klar. Dann euch beiden vielen Dank und euch noch eine schöne MMCD. Danke.